Wir alle kennen und lieben die Superheldin Black Widow. Und wie wir alle schon wissen, hatte sie eine sehr private, aber leider auch dunkle Vergangenheit. Und da dachte ich mir, wieso hau ich nicht noch eine neue Folge Superfacts raus? Denn Superfacts ist das Superfaktenformat. Deswegen gibt es heute für euch 6 interessante Fakten über Black Widow. Fangen wir also direkt an. Black Widows echter Geburtsname ist Natalia Aljanova Natascha Romanova, aber der wurde dann später abgekürzt zu Natascha Romanov, was viel einfacher ist als Natalia Aljanova Natascha Romanova. In den Marvel Comics hatte Natascha 4 große Beziehungen. Sie hatte eine Beziehung mit Clint Barton alias Hawkeye, eine Beziehung mit Captain America, eine mit dem Winter Soldier und eine mit Daredevil, also Matt Murdock. Das waren ihre 4 großen Beziehungen als Black Widow. Aber bevor sie zu einer Superheldin bzw. Assassinin wurde, also vor ihrer Black Widow-Zeit, war sie verheiratet mit einem russischen Mann mit dem Namen Alexei Schostakow. Und den sollten wir jetzt schon alle als Red Guardian kennen. Keine Sorge, im MCU ist der Red Guardian mit Melina Vostokov verheiratet, aber in den Comics war sie, also Natascha, mit Alexei Schostakow verheiratet. Der ist dann aber, in Anführungszeichen, gestorben. Also er hat seinen Tod vorgetäuscht, um mit der Sowjetunion zu trainieren und als Red Guardian ausgebildet zu werden. Also ist die Black Widow wirklich eine Widow, übersetzt eine Witwe. Das erste Mal, als Black Widow auftauchte, das war das Jahr 1964, also vor einer sehr, sehr langen Zeit, tauchte sie nicht in ihrem klassischen schwarzen Kostüm auf, sondern in diesem schicken Abendoutfit, kann man es irgendwie schon nennen, denn sie war undercover als Spionin, denn sie musste ein paar Informationen sammeln bezüglich Tony Stark und Stark Industries, denn viele wissen es nicht, aber Black Widow wurde ursprünglich, also 1964, als Schurkin für bzw. gegen Iron Man eingeführt. Später wurde sie dann aber zur Assassinin und später zur Superheldin Black Widow. Und das MCU hat ja einen sehr guten Job gemacht, Scarlett Johansson als Black Widow zu casten. Aber bevor Iron Man 2 gab es insgesamt 3 Schauspielerinnen, die für die Rolle des Black Widow sich beworben haben. Neben Scarlett Johansson gab es noch Hermione Granger, natürlich Emma Watson und Emily Blunt. Marvel wollte eigentlich Emma Watson nicht so wirklich, sie hatte also die schlechtesten Chancen. Also es stand nur Scarlett Johansson und Emily Blunt und Marvel hat es selbst vor ein paar Jahren gesagt, sie wollten, dass Emily Blunt die Rolle bekommt. Danach hat sie aber eine sehr große Filmrolle bekommen. Tut mir leid. Und die Rolle fiel dann auf Scarlett Johansson, was ich sehr gut finde. Als nächstes komme ich zu was sehr Interessantem. Und zwar, dass Black Widow ein Training bei Logan in ihren jungen Jahren hatte. Logan ist natürlich unser liebster Mutant, Wolverine. Deswegen nannte sie ihn auch als Teenagerin Onkel Logan. Und somit waren sie sehr gut befreundet und sind immer noch gut befreundet und man könnte es so im MCU irgendwie schon gut einbauen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und als letztes komme ich zu was richtig, richtig coolem und zwar auf der Parallelerde 23223 ist Black Widow die Göttin des Donners. Yep, ihr habt mir richtig gehört. Auf dieser Erde gibt's kein Tor, sondern Natascha Romanov als Göttin des Donners. Und hier sehen wir sie in ihrem Kostüm mit Mjolnir. Sie kann Mjolnir benutzen, hochheben und auch damit Blitze schleudern. Finde ich richtig cool. Und Black Widow als Göttin des Donners zu sehen, auf jeden Fall geil. Das war 6 interessante Fakten über Black Widow. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte ein Like da. Wenn euch mein Content auf diesem Kanal gefällt, lasst bitte ein Abo da. Müsst ihr nicht, nur wenn ihr wollt. Und bis zum nächsten Mal und ciao.